Ich habe für uns das Schlosszimmer angemeldet. Jetzt müssen wir nur noch kurz warten. Es sollte gleich frei werden. Ich war schon mal mit meiner Familie im alten Haus. Das war gar nicht so einfach, aber es hat viel Spaß gemacht. Ich war noch nie in einem Escape Room. Ich bin schon gespannt. Ich gebe Ihnen schon mal das Funkgerät. Damit können Sie mich jederzeit anfunken. Und ich darf Ihnen auch einen Hinweis geben, wenn Sie nicht weiterkommen. Zum Sprechen einfach den Knopf gedrückt halten. Und hier noch etwas zum Schreiben. Okay, danke. Das Zimmer ist jetzt frei. Kommt bitte alle mit. Ihr habt eine Stunde Zeit, das Rätsel zu lösen. Das Rätsel um das Schlosszimmer findet in zwei Räumen statt. In beiden gibt es solch einen Button, mit dem ihr im Notfall die Tür öffnen könnt. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr es schafft, das Rätsel zu lösen. Viel Erfolg! Danke! Danke. Die Tür ist zu, jetzt sind wir eingesperrt! Ihr müsst jetzt den Raum nach Hinweisen absuchen. Aber hier ist ja fast nichts drin, außer einem Teppich. Wir brauchen einen Schlüssel für die Tür. Ja, wo könnte der denn sein? Vielleicht unter dem Teppich? Da ist kein Schlüssel, aber da ist eine blaue Folie. Wenn man den Teppich durch die Folie anschaut, sieht er ganz anders aus. Ja, das stimmt. Schaut mal, ist das ein Pfeil? Ja, der zeigt zum Fenster. Oh, das Fenster kann man öffnen. Hier ist der Schlüssel. Super, ja, cool, ja. Prima, dann können wir jetzt bestimmt die Tür öffnen. Ja, der Schlüssel passt. Jetzt kommen wir in den zweiten Raum. Oh, toll. Hier gibt es jetzt mehr zum Absuchen. Also die Truhe hier ist abgeschlossen. In der Vase ist nichts drin. Also ich setze mich jetzt auf den Thron. Ihr könnt ja mal schön suchen. An der Tür zum Ausgang ist ein Zahlenschloss. Wir müssen jetzt nach Zahlen suchen. Aber da ist doch auch eine Ampel, oder was soll das sein? Ja, vielleicht müssen wir auch nach Farben suchen. Ich hab vielleicht was. Da auf dem Bild vom König. Ist das am Stab nicht eine Zahl? Ja, eine 4. Sehr gut, Malte, eine 4. Das schreibe ich gleich mal auf. In der Truhe ist lauter Geschirr. Oh, aber da liegt noch etwas. Zeig mal. Da sind ja 3 Zahlen drauf. Vielleicht ist das ja die Zahlenkombination für das Schloss. Es könnte sein, dass man aus diesen 3 Zahlen die Quersumme bilden muss. Aber warum sind dann einige Striche rot markiert? Das muss doch etwas bedeuten. Vielleicht ergeben die roten Striche, wenn man sie zusammensetzt, einen neuen Hinweis. Am besten wir malen es auf. So und so und so. Also man könnte es ja so aneinander malen, dann ergibt es eine 5. Ja, stimmt. Das macht Sinn, oder Herr Pauli? Ja, das wäre durchaus möglich. Und schaut mal, die Striche sind rot. Die 4 war golden. Das ist doch wie bei den Feldern auf dem Zahlenschloss. Ja, dann würde uns nur noch eine grüne Zahl fehlen. Jede Wette ist die in der Schatztruhe. Und die ist abgeschlossen. Dann müssen wir eben noch mal suchen, ob wir nicht irgendwo einen Schlüssel finden. Wenn wir jetzt hier nichts mehr finden, sollten wir nach einem Hinweis fragen. Ja, sonst läuft unsere Zeit ab. Hallo? Hallo. Wir bräuchten jetzt doch einen Hinweis. Wir haben eine 4 im Bild gefunden und eine 5 beim Rätsel in der Geschirrtruhe. Wir denken, dass in der Truhe noch etwas sein könnte, finden aber keinen Schlüssel. Die Idee ist gut. Ich kann nur so viel sagen, der Schlüssel liegt weich. Okay, dann suchen wir nochmal. Der Schlüssel liegt weich? Mensch, Rosabella, du könntest ruhig auch mal mitsuchen, statt nur herumzusitzen. Na gut. Was war das? Da ist gerade was vom Thron weggefallen. Der Schlüssel! Rosabella, du bist die ganze Zeit auf dem Schlüssel gesessen. Der passt und da ist der letzte Hinweis. Was soll das denn sein? 3 grüne Pflanzen? Das passt doch, wir suchen etwas Grünes. Und davon sind 3 Stück da. Ja, das stimmt. Vielleicht ist die dritte Zahl eine 3. Kommt, wir probieren es schnell aus. 5,
4, 3. Ja, wir haben es geschafft! Juhu! Tja, wenn ich nicht aufgestanden wäre. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne unseren Kanal Familie Hauser. Bis bald, tschüss!